Vielleicht kommt der Arbeitskollege auch nachher mal vorbei. Vielleicht kommt der Arbeitskollege. Ja, meine Arbeitskollege. Hi, du brauchst nur deine Jacke. Warte. Ja, helft dir. Red ich mal. Liebe Feuerwehrkameradin, aber vor allem liebe Kinder. Im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Schmidt-Lotheim darf ich Sie ganz herzlich zur Gründung der Kinderfeuerwehr in Lotheim begrüßen. Entschuldigen möchte ich den Bürgermeister Carsten Karlhöfer, der sich im Urlaub befindet, aber vertreten wird von Mitgliedern des Gemeindevorstands, stellvertretend dem Fritz Schenk, der heute als Vertreter des Bürgermeisters hier ist, und natürlich die Mitglieder der Gemeindevertretung. Des Weiteren möchte ich den Kreisbrandinspektor Gerhard Wiederbeck, den Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Gordon Karlhöfer und den Kreiskinderfeuerwehrwart Uwe Schaumburg entschuldigen. Alle drei befinden sich auf dem Kinderfeuerwehrtag des Landkreises in Allendorf-Hain. Entschuldigen möchte ich auch die Landtagsabgeordnete Frau Dr. Daniela Sommer, die heute Vormittag verhindert ist, aber heute Nachmittag zur Siegerehrung da sein wird. Begrüßen möchte ich den Bürgermeister der Stadt Frankenau, Manuel Steiner. Die Gemeindebrandinspektoren Vöhl, Marco Amart und den Heiko Scheel. Den Stadtbrandinspektor von Frankenau, den Manuel Kühn. Die Ortsvorsteher Schmidt-Lotheim, den Markus Knauer, und den Ortsvorsteher Alten-Lotheim, Heiko Backhaus. Und natürlich die Mitglieder der Ortsbeiräte. Die Gemeindekinderfeuerwehrwartin Marlene Markholf. Die Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, vielleicht kommt sie gleich noch. Dann möchte ich weiter begrüßen die Renate Kindl von der Sparkassenversicherung. Dann den Fritz Schenk in Doppelfunktion heute nochmal als Vorsitzender, Ehrenvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Schmidt-Lotheim. Und natürlich die Mitglieder der Einsatzabteilungen aus Schmidt-Lotheim und Alten-Lotheim. Dann natürlich unsere örtliche Presse, die Frau Zecher-Christ, und einmal den Olaf Dudek vom Eder Dampfradio. Dem möchte ich gerne noch ein Dankeschön sagen. Der hat uns für die Kinderfeuerwehr und für die Jugendfeuerwehr eine Musikbox gesponsert. Olaf, vielen Dank dafür. Dann möchte ich mich herzlich bedanken bei unserem Schützenverein und bei den Landfrauen und natürlich bei allen Helfern, die heute zu dem Tag dazu beitragen, dass er gut wird. Dann noch ein kleines Dankeschön an den Jan Wolf. Der Jan Wolf hat letzte Woche noch Jugendfeuerwehrgerüste gebaut. Vielen Dank dafür. Kinderfeuerwehr Lotheim. Es gab im Fernsehen mal eine schöne Kinderserie. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie. Aber eure Eltern erinnern sich bestimmt noch. Die hieß Grisou, der kleine Drache. Und dieser kleine grüne Drache mit dem großen Feuerwehrhut hatte nur einen Wunsch. Er wollte Feuerwehrmann werden. Das war sein größter Wunsch. Der kleine Drache hatte einen großen Vorteil. Alle Drachen sind feuerfest. Wir Menschen leider nicht.
Deshalb ist es toll, wenn ihr, liebe Kinder der Kinderfeuerwehr, so jung lernt, dass Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit alles leisten. Heute wird die inzwischen vierte Kinderfeuerwehr der Gemeinde Vöhl und die erste Kinderfeuerwehr der Stadt Frankenau gegründet. Die Kinderfeuerwehr Lotheim. Das erste Treffen fand bereits vor gut einem Jahr im November 2021 mit einem Schnuppertag statt. Dieser Schnuppertag war ein voller Erfolg. 35 Kinder waren mit ihren Eltern der Einladung gefolgt und verbrachten einen schönen Nachmittag mit mehreren feuerwehrtechnischen Parcours und abschließenden Laternenumzug. Seitdem trifft man sich jeden zweiten Samstag im Monat um 10 Uhr entweder in Schmidt-Lotheim oder in Alten-Lotheim. Die Betreuerinnen Natascha Pimperz, Ann-Christine Brandt-Wolf, Anna Heck, Jana Heck und Lisette Winter lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen, um den Kindern die Feuerwehrarbeit spielerisch zu unterrichten und beizubringen. Vielen Dank euch dafür. Für heute wurde, wie man hier an der Wand sieht, ein kleines Plakat erstellt und fleißig für die Tatzenabnahme im Anschluss geübt. Für euer Engagement ist vorbildlich. Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr Lotheim wollen wir den Abwärtstrend des demografischen Wandels der Bevölkerung zum Ehrenamt entgegenwirken. Denn in vielen gesellschaftlichen Bereichen wären wir ohne das Ehrenamt sehr viel ärmer. Die Kinder der Kinderfeuerwehr wachsen mit in der Feuerwehr auf und bleiben dann hoffentlich auch später der Jugendfeuerwehr oder der Einsatzabteilung treu. Es wäre schön, wenn wir hier gut ausgebildete Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sehen. Werdet zum Helden des Alltags. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Als nächstes. Also wenn ich hier in die Reihen gucke, sehe, kommen mir die Tränen. So was Schönes. Und sowas, das geht einem ins Herz. Also vielen Dank, dass ihr heute Morgen alle hier gekommen seid, um die Gründung der Jugendfeuerwehr Lotheim mitzufeiern. Ich habe eben gesagt, die Jugendfeuerwehr Lotheim besteht aus der ehemaligen Gemeinde Hessenstein, außer Kirchlotheim und Habshausen und der Stadt Frankenau, der Ortsteil Alten-Lotheim. Und ich finde das ganz toll, dass das so übergreifend ist, dass sich die Kinder jetzt schon kennenlernen und vor allen Dingen, was sie jetzt haben, sie machen doch, lernen jetzt schon Dienst am nächsten, das soziale Verhalten lernen und alles, was dabei gehört. Und aus diesem Grund aus, wenn ich euch alle so sehe, dann ist das super, einfach super. Ja, auch unsere Gemeinde Kinderwartin, die Marlene Grummel, vielen Dank auch, dass die heute wieder dabei ist bei der Gründung. Und genauso ihre Helferin Natascha Pimperz, die das hier leitet, unterstützt wird von Ann-Kathrin Brandt-Wolf, Jana Heck, Anna Heck und Lisette Winter. Wenn ich diese Damen, Frauen, dass die dabei sind und in ihrer Freizeit so opfern, um für euch dabei zu sein, das ist doch wirklich etwas ganz Tolles. Und da gilt unser aller Dank. Euch allen hier in Schmidt-Lotheim heute eine gute, schöne Gründung und unvergessen und macht euch ein paar Bilder. Und wenn ich nachher bei der Tatzenabnahme bin ich dabei, will ich doch mal sehen, was ihr schon alle könnt. Bleibt dabei, später in der Jugendfeuerwehr und nachher in der Einzelabteilung. Das ist ein Ehrenamt, das wirklich was mit sich bringt. Und dafür vielen Dank und euch allen einen schönen Tag. Guten Tag in die Runde. Auch ich freue mich, dass ich hier stehen darf. Wir haben es ja eben gehört, für Schmidt-Lotheim bzw. für die Gemeinde Vöhl ist jetzt nichts Neues mehr. Für unsere Stadt Frankenau schon. Die erste Kinderfeuerwehr. Da freut es mich natürlich besonders, dass ich hier stehen darf und einfach auch Danke sagen darf. Einmal an euch, an die ganzen Kinder, die dabei sind und natürlich auch an die ganzen ehrenamtlichen Betreuer, die sich da wirklich zusammengesetzt haben, gemeindeübergreifend das Ganze auf die Beine gestellt haben.
Und eigentlich kann ich mich da auch nur meinen ganzen Vorrednern anschließen. Das ist einfach eine tolle Geschichte, eine tolle Sache, dass sich das so ergeben hat und wir hier stehen dürfen und die Gründung heute offiziell feiern dürfen. Also herzlichen Dank an alle, die daran beteiligt sind. Größter Respekt dafür. Das ist einfach in der heutigen Zeit auch, glaube ich, nicht mehr ganz so normal. Und dass sich so viele auch ehrenamtlich engagieren. Und gerade was den Bereich Feuerwehr betrifft, ist es natürlich für uns alle ein ganz wichtiger Faktor. Und da einfach auch die Kinder, die dann von ganz klein auf an die Sache herangeführt werden. Wir haben es eben gehört, der soziale Faktor, ganz wichtig in dem Bereich. Deswegen vielen lieben Dank. Ich hatte natürlich auch was mitgebracht, ein kleines Geschenk. Ich weiß nicht, wem ich es mir reichen darf. Ich hatte vorher die Sepp mal gefragt, was ihr gebrauchen könnt. Übergebt einfach mal. Vielen Dank. Könnt ihr bestimmt was mit anfangen. Danke. Ja, ich hoffe einfach, dass es ein großer Erfolg wird und dass alle bei der Stange bleiben und dass alles so funktioniert, wie ihr euch auch das vorstellt. Und deswegen allen viel Spaß bei der Sache, auch gleich bei der Tatzenabnahme. Und nochmal vielen Dank an euch alle. Herzlich willkommen. Das ist wie bei der Jugendfeuerwehr. Ich freue mich, so viele Kinder hier zu sehen. Ich habe gesagt, irgendwann steht einer von euch hier und sagt was. Dann seid ihr Chef von der Feuerwehr und nicht mehr der Manuel und ich. Dann gucken wir nur noch von hinten, ob ihr das richtig macht. Nein, aber darauf freue ich mich. Macht weiter, habt Spaß. Es ist schön bei uns jetzt. Ich sag mal sogar, ich übertrumpfe Björn ein bisschen. Die fünfte, weil wir haben ja noch eine Kinderjugendfeuerwehr, die leider nur noch ruht, weil keine Kinder mehr da sind. Manuel die erste. Ah, er darf gleich bei der Tatzenabnahme schon mal üben, wie das ist für die Zukunft mit dem Tatzenabnehmen. Wir kennen das schon, freuen uns drauf. Bis gleich, habt viel Spaß. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, werte Ehrengäste, ich fange mal damit an, das durfte ich schon öfter tun, den Bürgermeister, hätte ich fast gesagt, du heißt deinen alten Notarzt, ist der Ortsvorsteher, der Heiko Backhaus, den darf ich entschuldigen, sicherlich wie in der Vergangenheit schon die besten Grüße und Glückwünsche übermitteln. Der Heiko ist, tippe ich mal, mit der Kuh weg Gras holen, er wird nachher nochmal aufschlagen. Liebe Kinder, toll, dass wir heute zusammen hier stehen in unserer Festhalle. Seit diesem Jahr ist ja wieder, es fing ja mit dem Schützenfest an, endlich mal wieder Leben hier in Schwedlotheim in unserer Festhalle. Feuerwehr, Veranstaltungen, Wettkämpfe gab es schon seit Jahrzehnten hier auf dem Gelände in dieser Halle. Insofern ist es schön, dass wieder Leben da ist. Ja, ich möchte mich auch im Namen meiner anwesenden Ortsbeiratskollegen recht herzlich zuerst mal bei den Initiatoren, die Damen, die und die Feuerwehr, die im Hintergrund arbeiten dafür, in beiden Feuerwehren, also auch in Altenotheim, dass so eine Kinderfeuerwehr hier ins Leben gerufen wird, dass es angestoßen wird. Es war toll schon dieser Schnuppertag, den wir hatten, wenn so viele Kinder einfach im Ort sind, wenn wieder Veranstaltungen sind, wo ganz viele Kinder, Kindergeschrei und alles, was dazugehört, im Ort ist, wenn ihr eure Übungs Abende sind es ja nicht, Tage oder Samstags, wenn dann die ganze Rasselbande durchs Dorf zieht und Aufgaben erledigt, ist schön einfach, dass wieder Leben, viel Leben in Schwedlotheim ist. Insofern euch erstmal herzlichen Dank für das, was ihr angestoßen habt und was ihr sicherlich auch noch intensiv fortführen werdet. Ja, als Ziel können wir uns vielleicht gemeinsam setzen, da sind wir vom Ortsbeirat Schwedlotheim dabei. Es wäre ein ganz tolles Ziel, wenn wir irgendwann mal euch alle zu einem Übungstag oder was auch immer in einem niegelnagelneuen Feuerwehrhaus sehen würden. Der Herr Bürgermeister ist leider nicht anwesend, der kennt das aber ihr werdet es noch tausendmal hören, bis es endlich soweit ist. Also das sollte unser Ziel sein, dass wir irgendwann mal gemeinsam vielleicht so eine Feier in einem neuen Feuerwehrgerätehaus oder Feuerwehr, was auch immer, Hauptsache hier in Schwedlotheim, gemeinsam wieder feiern dürfen und solche Sachen machen können, wie ihr sie gerne macht. Und heute, gut, mit der Tatzenabnahme geht's los. Ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg dabei. Bleibt bitte bei der Stange, dass wir das jährlich vielleicht sowas wieder feiern oder genießen dürfen. Alles Gute euch, allen Anwesenden noch einen schönen Tag in Schwedlotheim. Bis zum nächsten Mal. Danke. Liebe Anwesende, ihr Kinder vor allen Dingen, weil ihr seid heute die Hauptdarsteller.
Die Sparkassenversicherung, Partner der Feuerwehren, hat natürlich sofort, nachdem der Björn mich angeschrieben hat, gesagt, heute sind wir auch dabei. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Hoffe, dass ihr lange dabei bleibt, weil die Feuerwehr ist einer der wichtigsten Partner, die man in der Gemeinde braucht. Deswegen, ich will mich kurz fassen, alles Gute, wenn mal irgendwas ist, die Herrschaften wissen, wo ich wohne. Ich habe heute kein Geld, das ist schon auf dem Konto, eine Urkunde und viel Spaß für die Zukunft. Vielen Dank. Hallo von mir, ich mache es mal so allgemein, sonst vergesse ich sowieso nur irgendwen zu begrüßen. Es ist mir eine große Freude, euch hier heute alle als Gemeindekinderfeuerwehrwartin begrüßen zu dürfen. Und ich bin der Einladung selbstverständlich auch sehr gerne gefolgt und möchte mich bei der Gelegenheit auch für die tolle Organisation bei euch bedanken. Das ist echt richtig super. Ja, der Bürgermeister und auch der Uwe Schaumburg wurden ja schon entschuldigt, die sind heute terminlich verhindert. Aber wie Fritz eben schon angekündigt hat, der Carsten kommt euch nochmal besuchen bei einem Übungsdienst und hat dann auch für euch noch eine Kleinigkeit dabei. Ja, so eine offizielle Gründung von der Kinderfeuerwehr ist immer ein historischer und freudiger Tag. Besonders erfreulich ist, dass ihr ja schon fast ein Jahr aktiv seid, seit November 2021. Und das heißt, ihr habt euch eigentlich kurz nach oder während der Pandemiezeit gegründet, wo man eigentlich in den Nachrichten und sämtlichen Medien nur mitbekommen hat, dass überall die Mitgliederzahlen rückläufig sind. Und ihr habt es geschafft, in der Zeit sogar eine neue Kinderfeuerwehr zu gründen. Da könnt ihr wirklich sehr, sehr stolz drauf sein. Ja, die Kinderfeuerwehr Lotheim ist damit die vierte aktive Kinderfeuerwehr neben Dorf Itter, Marienhagen und Obernburg. Und aktuell mit 27 Kindern auch die mitgliedsstärkste Kinderfeuerwehr. Und wird von Natascha Pimpertz, Ann-Christine Brandt-Wolf, Anna Heck, Jana Heck und Lisette Winter geführt. Ja, es freut mich sehr, dass das relativ neue Konzept von den Kinderfeuerwehren in der Gemeinde so gut ankommt, weil wir haben das jetzt eben auch schon gehört, zum einen ist es super für die Kinder, wenn man sieht, wie die spielerisch das Feuerwehrwissen erlangen, aber auch zur Nachwuchsgewinnung ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Die letzten Jahre sind aus den Jugendfeuerwehren ein Großteil der Kinder wirklich in die Einsatzabteilung übergegangen und so haben wir den Trend auch bei den Kinderfeuerwehren beobachtet, dass die in die Jugendfeuerwehr gegangen sind zum Großteil und somit dann auch irgendwann in die Einsatzabteilung. Ja, was braucht man für diese Nachwuchsgewinnung? Zum einen die Kinder, die sind ja da, aber auch die Betreuerinnen. Und die haben wirklich einen Riesenaufwand mit der Vorbereitung und Durchführung und auch Ausbildung. Und das ist in der heutigen Zeit neben Arbeit und Familie wirklich nicht selbstverständlich. Deshalb möchte ich mich hier an der Stelle bei allen Betreuerinnen der Gemeinde Vöhl und auch Lotheim natürlich bedanken für die großartige Arbeit, die ihr wirklich mit den Kindern leistet. Ja, ich wünsche euch immer ganz viel Erfolg und reichlich Nachwuchs, dass ihr auch lange bestehen bleibt. Und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, könnt ihr euch immer gerne an mich wenden. Ja, um euch jetzt nicht noch länger auf die Folter zu spannen, ich merke ja schon, dass ihr ein bisschen unruhig werdet. Wir fangen jetzt ja gleich mit der Abnahme von den Tatzen an. Dafür würde ich euch in Gruppen einteilen, das würde ich auch jetzt gerade machen, ne? Und da ist zum einen der Leon aus Obernburg mit dabei. Dann Paul, Philipp, Moritz, Jan, Toni und Mila aus der Kinderfeuerwehr Lotheim und Nilla aus Dorf Itter. Falls ihr es gut, da ist einmal der Tom, Elia. War natürlich auch sehr gefährlich, ne, weil die mussten dann ziemlich gut dran. Gott sei Dank haben wir das hier nicht. Das können wir jetzt machen. Ihr müsst jetzt hier aus diesem Eimer gleich das Wasser rausmachen und gebt das über das Becherchen an den nächsten weiter. Und ganz vorne wollen wir den Eimer wieder voll machen. Ja? Achtung, ich gehe mal kurz hier vorne hin. Erstmal wollen wir ein schönes Foto machen. So, jetzt guckt mal alle her. Oh, ist alles gut. Bei dir? Nein. Sag, komm mal. Jetzt so. Rein. Weiter geht's. Und jetzt ist dann Lea, bereit machen jetzt. Und jetzt. Lea, Ricardo, hallo. Du hast doch selbst mal bereit gemacht.
Und jetzt nicht zum Ricardo! Und jetzt haben wir zu Mülleimer. Okay, Ricardo, will nicht. Luis! Weiter geht's. Ja, wenn Rian nicht kommt. Hallo? So geht's richtig gut. Was ist das für ein Stück? Die darfst du dir aussuchen, welche dir lieber ist. Super! Sehr gut! Was ist das hier? Genau. Ihr seid jetzt die Stars im Fernsehen. Guckt. Hä? Okay. Ja. Das ist. Oh. So, wer hat den Backen gemacht? Der Tom. Einen normalen Knoten machen. Dann gucke ich mir die mal an. Ganz normaler Knoten. Wo ist mein Fässer? Das war meiner. Aber es war ein Knoten, ich hab's gesehen. Auch cool, ja. Auch super. Hast du auch einen Knoten gemacht? Warum denn keine Schleife? Genau. Ja. Und? Ich hab keine Ahnung, wie man. Ja, super, da hast du noch gemacht. Das ist der Feuerwehrknoten. Ja, das ist ein Feuerwehrknoten. Ein Maßwurf, wunderbar. Wir haben alles verbunden. Wir haben erst die Äpfel zum Mosten gebracht zum Kerski. Dann machen wir bei uns. Weiß ich. Ich weiß.